gemacht beim Wanderpaket vom Bella-Mädchen. Und da möchte ich euch jetzt gerne zeigen, wie das abläuft, was wir uns ausgesucht haben und was wir wieder reingetan haben. Ein Wanderpaket kommt an mit ganz, ganz vielen Sachen drin und einer Erklärung, wie man das Ganze bitte zu handhaben hat. Also in dem Fall ist es eben so, dass 8 Teile da drin sind. Es ist Futter drin, es ist Spielzeug drin, es ist Zubehör drin. Wenn man Futter rausnimmt, dann muss man auch Futter wieder reinlegen. Wenn man Spielzeug rausnimmt, muss man auch Spielzeug wieder reinlegen. Und man sollte es natürlich schnellstmöglich weiterschicken. Ich habe jetzt alles schon durchgeguckt vorhin, habe mir das Zettelchen gut durchgelesen. Die neue Adresse habe ich auch, damit ich das dann schnell weiterschicken kann. Jetzt haben wir uns entschieden für ein Päckchen Kartoffel-Softies-Frucht-Leckerlis, also einmal Futter. Eine Dose Grau-Schlemmertopf, auch Futter. Und ein niedliches kleines Bärenspielzeug. Die Biele fand das nämlich so toll direkt, als sie reingeguckt hat. Achso, ich muss dazu sagen, hat man einen Hund, nimmt man eins raus und wieder rein. Hat man mehrere Hunde, dann eben so viel, wie man Hunde hat. Ich habe 3 Hunde, deswegen 3 Teile. Und wir legen dann rein. Auch eine Dose Futter. Das ist Belcando mit Pute, Reis und Zucchini. Dann sind das 2 Tütchen Gran Carno Exotik, einmal mit Strauß und einmal mit Känguru, da stehen meine Mädels total drauf. Und ich hoffe, der nächste Hund hat da so viel Spaß dran wie meine auch. Biele, Biele, Biele. Gut so, ja. Die Biele wird gerade so ein bisschen komisch, weil ich hier das in der Hand habe nämlich. Eine Frisbee-Scheibe. Die lege ich jetzt als Spielzeugersatz rein. Ja, jetzt wird das Paket wieder zugemacht. Die neue Adresse kommt drauf. Ich verrate jetzt nicht, an wen es geht. Und dann wird das Paketchen weitergeschickt. Viel Spaß damit. Jeder hat sich gerade das Spiel geklaut. Ich müsste da mal den Zettel abschneiden.